Hallo ihr Lieben, ich bin Kaya und heute gibt es mal wieder was ganz Entspanntes für euch. Speziell fürs dritte Trimester oder kurz vor der Geburt. Wir gönnen uns nämlich ein komplettes Stretching, um unsere Muskeln zu mobilisieren und uns zu verwöhnen. Denn das hat sich unser Körper nach den letzten Monaten wirklich verdient. Ihr braucht nur eine Unterlage, bequeme Kleidung und dann kann es schon losgehen. Also, Kopf ausschalten und ganz viel Spaß. Diese Routine kannst du natürlich auch nach jedem Workout einfach als Cooldown ranhängen. Oder einfach zwischendurch zur Entspannung und zur Belohnung. Schnapp dir deine Matte, komm in deinen Schneidersitz und mach's dir bequem. Atme nochmal tief durch und dann lass uns starten. Greif jetzt mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk und zieh dich einmal rüber zur rechten Seite. So weit, wie es dir angenehm ist. Und atme tief in deine Seite. Und dann löst langsam und wir wechseln einfach nur die Seite. Zieh dich einmal rüber nach links und entspann dich hier. Und dann löst langsam. Wir dehnen jetzt unsere Schultern. Streck einmal deinen rechten Arm nach vorne aus und dann zieh deinen rechten Arm rüber zur linken Seite. Und wenn du willst, lass deinen Kopf ganz entspannt zur rechten Seite fallen und gönn dir noch einen schönen Nackenstretch. Und dann wechseln wir einfach nur die Seite. Streck deinen linken Arm nach vorne aus, Schultern sind wieder ganz entspannt und zieh deinen Arm einmal rüber zur rechten Seite. Lass deinen Kopf ganz entspannt zur linken Schulter fallen. Und dann bleib entweder hier in deinem Schneidersitz oder knie dich einmal hin. Schau mal, was dir angenehmer ist. Und dann greif hinter deinem Körper deine Hände und zieh sie zurück. Genau. Dehn deine komplette vordere Seite, deinen Brustkorb, Schultern. Mach jetzt die Bewegung, die dir gut tut. Und dann leg deine gefalteten Hände rechts in deine Taille. Schultern sind ganz entspannt und dann lass deinen Kopf zur rechten Seite fallen. Und dann wechseln wir hier einfach nur die Seite. Deine Hände kommen links in deine Taille und dein Kopf fällt nach links zur Schulter. Und dann schüttel gerne mal deine Handgelenke aus. Und wir kommen in unseren Vierfüßler. Deine Schultern sind über den Handgelenken, deine Hüfte über den Knien. Und dann machen wir weiter mit Katze-Kuh. Komm in ein ganz leichtes Hohlkreuz. Und dann komm in deinen Buckel. Sehr gut, mach dich ganz rund. Vor allem im Schulterbereich. Einatmen, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, komm in deinen Buckel. Und wenn du willst, kannst du hier mal auf die Fingerspitzen kommen. Sehr gut. Mach in deinem Tempo weiter, deine Katze-Kuh.
Und dann komm wieder in deinen Vierfüßler und streck mal dein rechtes Bein zur Seite aus. Dein Fuß ist ungefähr auf Kniehöhe. Beim Einatmen schieben wir uns leicht nach vorne, beim Ausatmen zurück. Nur so weit, wie es noch geht und wie dein Bauch das dir noch zulässt. Einatmen nach vorne, ausatmen zurück. Und gönn dir hier noch einen. Und dann wechseln wir ganz entspannt die Seite über den Vierfüßler und stell dein linkes Bein zur Seite ab. Und hier auch wieder. Schieb dich nach vorne, atme ein. Und beim Ausatmen schiebst du dich zurück. Dann kommen deinen Vierfüßler und von hier schieben wir uns zurück in unseren herabschauenden Hund. Und du entscheidest jetzt, was dir gut tut. Entweder läufst du dich hier ein bisschen aus, ziehst abwechselnd die Fersen Richtung Boden oder du lässt die Beine gestreckt und schiebst die Hüfte ganz vorsichtig von einer zur anderen Seite. Lass deinen Kopf hängen und genieß hier diesen Stretch. Und dann löst langsam und über den Vierfüßler kommen wir in unseren Deep Lunge. Stell ganz vorsichtig deinen rechten Fuß nach vorne. Ich weiß, das ist gar nicht mehr so einfach. Mit unserem Bauch kriegen wir aber hin. Und dann schieb gerade deine Hüfte nach vorne, damit wir den Hüftbeuger dehnen. Und dann mach die Bewegung, die dir gut tut. Entweder drehst du dich mal zur rechten Seite auf, oder du kommst runter auf deine Unterarme. Du entscheidest hier. Dein Training, deine Grenzen. Und dann komm wieder auf die Hände. Wir schieben die Hüfte zurück und strecken das rechte Bein. Wir dehnen jetzt unseren Hamstring und probiere erstmal die Fußspitze anzuziehen. Also wir flexen den Fuß. Und jetzt zieh mal deine Fußspitze Richtung Boden. Genau. Gönn dir noch einen Atemzug hier und dann wechseln wir ganz vorsichtig über den Vierfüßler. Stell deinen linken Fuß nach vorne und dann kommen wir hier wieder in unseren Deep Lunge. Du entscheidest wieder, willst du dich mal zur linken Seite aufdrehen oder auf deine Unterarme kommen oder einfach nur die Hüfte ganz gerade nach vorne schieben. Dann komm wieder auf deine Hände, schieb die Hüfte zurück und streck jetzt dein linkes Bein. Dein linker Fuß ist erstmal geflext.
Und dann zieh doch auch auf der Seite nochmal deine Fußspitze Richtung Boden. Gönn dir noch einen Atemzug hier. Und dann lösen wir langsam und kommen ganz vorsichtig wieder in unseren Schneidersitz. Und von hier aus streckst du dein rechtes Bein zur Seite aus. Flex deinen Fuß und zieh dich zu deinem rechten Bein. Du entscheidest jetzt, wie weit du hier nach unten kommst. Mein Kleiner tritt mich nämlich immer in der Position. Und dann kannst du entweder deinen linken Arm nach oben ausstrecken oder mit der linken Hand streichelst du mal deinen Babybauch. Atme tief in deinen Bauch und genieße es. Und dann löst langsam. Im Sitzen drehst du dich noch einmal kurz nach links. Und dann wechseln wir komplett die Seiten. Streck dein linkes Bein zur Seite aus. Dein Fuß ist geflext. Und zieh dich rüber zum linken Bein. Entweder streckst du deinen rechten Arm nach oben aus. Oder mit der rechten Hand streichelst du deinen Bauch. Und dann löse langsam und dreh dich im Sitzen noch einmal kurz zur rechten Seite. Und dann komm wieder in den Schneidersitz. Greif mit deiner rechten Hand deinen Kopf und zieh ihn ganz vorsichtig Richtung rechte Schulter. Wir gönnen uns hier zum Abschluss nochmal einen richtig schönen Nackenstretch. Und dann wechsel die Seite. Und dann löse und greif mit beiden Händen hinter den Kopf. Und wir ziehen ganz vorsichtig unseren Kopf Richtung Brust. Gönn dir noch deinen letzten Atemzug hier. Und dann löse langsam. Rotier nochmal deine Schultern, deinen Oberkörper. Ich hoffe, du bist jetzt durchgedehnt und entspannt, hast mal deinen Kopf ausgeschaltet. Ich freue mich riesig, dass du mit mir trainiert hast. Abonnier super gerne kostenlos meinen Kanal, dass du keine Workouts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder mit meiner Reihe Fit und Gesund in der Schwangerschaft.